13 Uhr, ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Börse Live. Ja, das Thema heute, die EZB-Leitzinsentscheidung. Jetzt der Blick nach Frankfurt zu Franziska Schimke. Wir haben es gerade gehört von Manuel. Der Dow Jones atmet heute mal ein bisschen durch. Was macht der DAX denn? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Inside Wall Street aus der Börse in New York. Ja, Edmund Stoiber, ganz kurz vorm 70. Geburtstag. Sind da schon alle Feierlichkeiten, alle Partyvorbereitungen abgeschlossen? Ja, so viel ist es nicht. Das heißt, nach zwei richtigen Massen tanzen Sie dann auch schon mal auf dem Tisch? Das kommt auf die Stimmung an, auf die Musik und ist ja sehr gut hier. Wir haben ja in der letzten Woche schon mal über den DAX gesprochen. Da haben Sie gesagt, also der DAX, der geht mir doch gerade ziemlich auf den Senkel. Ja. Griechenland steht vor Neuwahlen. In Italien werden 25 Banken herabgestuft. Und Spanien muss Rekordzinsen zahlen. Und wir haben den ISM-Dienstleistungsindex bekommen. Man hatte einen Wert von 53,0 Punkten erwartet. Mick, wie vertreibt sich der DAX denn die Wartezeit bis zum EZB-Entscheid? Ja, er vertreibt sich zumindest rund um die Marke von 7.600. Die Chance des Jahrzehnts, Europa feiert Comeback. So lautet das Titelthema der aktuellen Ausgabe des Anlegermagazins Der Aktionär. Ich freue mich riesig, bin gespannt, ob es Ihnen auch gefällt. Lassen Sie sich einfach überraschen. Bis später.